Da sind wir auch schon wieder. Hallöchen, willkommen zurück. Schön, dass ihr alle da seid. Seid ihr alle da? Das ist eine gute Frage. Das macht man ja auch gerne, man fragt sowas im Puppentheater und so. Das ist ein idealer Übergang. André hat nämlich die Murinen noch nicht gefunden. Nein. Und was wir mal gemacht haben, als wir in... wir haben, glaube ich, tatsächlich in Heilbronn damit angefangen. Ja, genau. Ich hätte mich schon fast wieder Hildesheim gesagt. Nee. Wir waren in Heilbronn. Und es gab damals zum Wissenschaftsjahr Meer und Ozeane ein großes Kartenspiel. Das sieht von hinten so aus. Da steht halt Lebensräume der Meere und Ozeane. Und auf der anderen Seite waren ganz, ganz viele tolle Bilder. Und es ist eigentlich ein Quartett, das man so sehen kann. Ich zeige es dir mal in die Kamera. Und wir wussten aber nicht so genau, was wir damit machen sollen, weil das unserem Guerilla-Ansatz und inhaltlich ist es etwas trocken, sage ich mal. Und bei erhöhtem Alkoholkonsum der Partizipienten, also der Teilnehmer und gegebenenfalls auch uns, ich möchte darauf nicht näher eingehen, haben wir eine Idee gehabt, was wir damit machen können. Und da, daraus ist das Durang-Orakel entstanden, weil wir eine Fähigkeit herausgefunden haben, die dieses Tier, das zu meiner Rechten jetzt mal kurz animiert durch wahrscheinlich dieses warme Wasser, warmes. Das ist doch alles voller warmes Wasser. Da könnte ich ja mitschwimmen. Nee, Dylan, du bist mitten im Bild, glaube ich. So, wir sind online. Ja, wir sind online. Und er hat das Dugong-Orakel gemacht. Das heißt, man zeigt jemanden diese Karten und die andere Person, die zieht eine Karte normalerweise, müssen jetzt umdisponieren. Du könntest Dugong-Orakel machen. Ja, ja. Warum denn? Wozu denn? André, komm nicht weiter mit den Murinen und du kannst die Zukunft voraussagen, zumindest ein bisschen. Ja, ich hoffe sehr. Ich brauche deine Hilfe. Okay, okay, was soll ich tun? Du musst aus der Kamera gehen. Also ich würde jetzt André diese Karten hinhalten, so ein bisschen zumindest. Und ich weiß noch nicht so genau, wie kannst du die Karten ins Maul nehmen? Ja, okay. Also, wir haben hier die Karten, das Tier muss selber ein bisschen spielen. Ich gehe jetzt mit der Hand über diese Karten rüber und André, du musst Stopp sagen. Und dann ziehe ich die eine Karte da aus seinem Maul raus und dann lese ich dir vor und dann muss er dazu sagen, ob man jetzt bei den Muränen, also was man zum Thema Muränen jetzt machen muss. Das, wenn er jetzt redet, wäre es ganz schlecht. Also ich mache mal kurz, ich gehe hier so Stopp. Rüber und dann gehe ich wieder zurück Stopp. Und du musst Stopp. Irgendwann Stopp sagen. Oh, okay. Eine Karte, ich nehme die Karte, du kannst wieder loslassen. Was sollte das? Geht nicht anders. Du hast... Oh, André, wir ja. haben eine tolle Karte. Was steht da? Wir lesen es gleich vor. Guck mal, André. Murene? Was ist das? Es ist die... Ja, genau. Es ist die Aalmutter. Die Aalmutter? Du wirst innerhalb kürzester Zeit ein Tier finden, das aussieht wie ein Aal, André. Auch. Das ist super, aber die Aalmutter, was ist denn die Aal... Ich weiß doch nicht, was die Aalmutter... Aber die wohnt auch nicht da, wo du wohnst. Die Aalmutter ist nämlich, das kann ich euch ja mal vorlesen, normalerweise machen wir das nicht, aber die Aalmutter ist etwa 40 cm lang. Ihre dunklen Schuppen sind mit dickem Schleim bedeckt. Naja. Die Aalmutter legt keine Eier, sondern beim Weibchen entwickeln sich nach innerer Befruchtung aus 30 bis 400 Eiern innerhalb von 120 Tagen etwa 4 bis 5 cm lange Jungfischchen, haben die gesagt. Das ist ein Tier aus dem Wattenmeer. Ein Wattenmeertier? Was soll uns das jetzt mit der Murene helfen? Das weiß ich auch nicht, aber du musst ihm jetzt sagen, wo er lang schwimmen soll. Ja. Geradeaus. Toll. Ja. André, du wirst geradeaus die Murene finden. Ich werde geradeaus die Murene finden. Ich gucke mal. Schwimm auch mal geradeaus. Qualität 0%. Dann, ja. Das, also uns hat die Karte, glaube ich, nicht. Normalerweise sagt er dann die Zukunft für die nächste Woche. Das will aber nicht wissen, wenn die Aalmutter die... Also dazu sage ich nichts. Die Zukunft mit der Aalmutter. Nächste Woche wird schleimig. Du musst aufpassen, dass du auf nichts ausrutscht, André. Eine Woche lang passt gut auf, dass du nicht ausrutscht. Ja, ich passe gut auf. Und keine Tiere fischen, die schleimig und rund sind. Schleimig und rund. Hm. Weißt du übrigens, warum die Aalmutter Aalmutter heißt? Nee. Weil nämlich, das habe ich mal im Forum, Wattenmeer-Forum, also in Tönning an der Nordsee, gibt es ein ganz, ganz niedliches, schönes Museum. Und da haben die natürlich alle Tiere aus dem Wattenmeer ausgestellt. Und man hat früher nicht gewusst, wo die her die Aale kommen. Also die Aale, die machen ja diese Metamorphose mit und die sind
ganz am Anfang so, wie heißt das, Lindenblatt oder sowas. So auf jeden Fall blattförmig. Und dann werden sie zu so kleinen Silber. Wie ein Plattfisch oder was? Oder so. Nee, das ist also, als hättest du so eine Art Blatt im Wasser, so habe ich das zumindest mal verstanden. Auf jeden Fall haben sie so eine Metamorphose, dass man früher. Siehst du? Geradeaus, habe ich doch gesagt. Ich habe nicht genug Platz, um ihre Fotos zu speichern. Möchte sie ein zusätzliches Flash-Laufwerk kaufen? Ja, ich möchte ein zusätzliches. Das gibt's doch nicht. Gott sei Dank habe ich genug Münzen. Gott sei Dank hast du genug Münzen. Warum hat er denn Münzen? Man zahlt doch in Euro. Ja, das ist auch eine gute Frage. Aber die Aalmutter, also weil man früher nicht wusste, wo die Aale herkommen. Und die Aale, die schwimmen ja auch in der Nordsee, der europäische Aal zumindest. Das ist eine Murine. Sehr gut. Hat man gedacht, dass die Aalmutter die Mutter der Aale ist. Also das tatsächlich literally haben die gedacht, dass dieser Fisch die Mutter von den Aalen wäre. So, wenn ich mich da recht erinnere. Ich muss aber das gleich nochmal Wikipedia. Die Aalmutter sieht also nicht aus wie ein Aal, oder wie? Nee, die sieht nicht aus wie ein Aal. Halt so sieht die aus. Okay. Aber man hat sie in Verbindung mit den Aalen gebracht, den europäischen Aalen. Es gibt ja verschiedene Aalpopulationen auf der Welt. Ich mach mal das Bild größer, damit man das mal sehen kann. Warte. Ja. Es gibt ja um Japan Aale, die sind woanders geboren als die Aale, die bei uns in der Nordsee und in den Süßwasserflüssen später dann rumwandern. Die sind ja aus der Sargassosee, der europäische Aal. Mhm. Aber das konnte sich keiner damals vorstellen, dass der Aal von so weit herkommt. Also hat man gedacht, wenn der Aal in der Nordsee schwimmt, dann muss doch die Aalmutter die Mutter des Aals sein. Okay. Obwohl natürlich der Aal die Mutter des Aals ist. Ja, aber die Mutter vom Aal ist ein Aal. Warum? Die Mutter vom Aal. Ja, warte mal, ich recherchiere noch mal kurz Aalmutter weiter, damit ich... Kannst du dich hinsetzen? Ja. Ja. Das war jetzt wahrscheinlich wieder anstrengend, aber die Aalmutter, das fand ich wirklich witzig, dass in diesem Tönninger Wattforum kann ich wirklich empfehlen, da mal vorbeizufahren. Da ist nämlich diese Fun-Fact-Aktion. Fortpflanzung, Verwandtschaft, na toll. Können die nicht einfach... Ja, auf jeden Fall hatten wir sehr viel Spaß. Ja, was denn? Ja, solange man keine Ahnung hatte, wo die Glasaale herkämen, mochte dieser Abstammung von der Aalmutter eine gewisse Plausibilität zukommen. Genau, weil nämlich die Aale diese Metamorphose, so eine Art Metamorphose mitmachen. Also die sehen nicht gleich aus wie die großen, dicken Aale, sondern die kleinen Glasaale, die sehen wirklich so durchsichtig, minimäßig, so wie kleine Würmchen aus. Ich schicke euch da mal kurz den Wikipedia-Link, da ist ein Foto dabei. Da wusste man eben nicht, wo die herkommen. Und dann dachte man, die kommen halt von dieser Aalmutter. So. Aber Aale sind weit wandernde Tiere, also Fische natürlich, die in verschiedenen Phasen ihres Lebens in verschiedenen Umgebungen wohnen. Also die sind in Salzwasser geboren, wandern dann in Süßwasser und am Ende ihres Lebens zurück in Salzwasser und legen ihre Eier in der Sargassosee. Das heißt, die kommen da hier, also die europäischen Aale, wie gesagt, weil es gibt auch noch andere Aale, die woanders wohnen als die europäischen Aale. Okay. So. Wie viele? Ja, du musst. Das war die erste Murine erst. Ja, ich muss noch zwei andere finden. Also das war jetzt irgendwie Glück, aber im Prinzip hat der Dugong Dilhan total den richtigen Tipp gegeben, muss einfach nur gerade ausschwimmen. Und ich bin dann mal quasi in den Schatten abgetaucht und da saß plötzlich eine. Aber. Das Dugong-Orakel funktioniert brillant. Ja. Wie immer. Hat das Tier gut gemacht, hat das Tier sehr gut gemacht. Ja. Kann ich jetzt zu Julia? Nein. Ja, es ist seine liebste Kollegin und er ist weit entfernt. Das ist gemein. Ja, es ist gemein. Genau. Bald. Bald sehen wir uns alle wieder, genau. Wir hatten schon sehr viel Spaß. Also es hat jetzt mit der Aalmutter, es war thematisch. Und einmal hatten wir beim Dugong-Orakel auch, wo war das? Ich glaube, das war in Mainz oder so, wo wir abends Dugong-Orakel gemacht haben. Und dann, wo bin ich denn jetzt hier gelandet?
Dann hat jemand eine Karte gezogen und es waren irgendwie die Stoßzähne von einem. Das war auch in Heilbronn. Das war auch alles, die krassesten Sachen sind in Heilbronn ganz am Anfang, Gott sei Dank, passiert. Die wegweisenden Dinge. Da ist, genau, das war die Geschichte mit dem Walross. Da torkelten uns mitten in der Nacht. Also es war wirklich so ein lauer Sommerabend und wir hatten einen ganz tollen Platz. Nochmal liebe Grüße an den wundervollen Kellner, den wir hatten. Falls der irgendwann wieder zuguckt oder das mal online findet, das war traumhaft, bei dir da sitzen zu dürfen. Das war ein Student, der da gejobbt hat, ich glaube im Laden seiner Eltern oder so. Und wir hatten die allerbeste Versorgung mit Wasser für Experimente und Gläsern und all so ein Kram und saßen da bis mitten in die Nacht. Und da kamen immer Leute, Fußgänger vorbei, weil es war irgendwie so Richtung, so ein Wasser ist da irgendwo in Hildesheim, Heilbronn. Ich sage immer Hildesheim, ich weiß auch nicht, Heilbronn natürlich. Und dann kam, war glaube ich, Kino, war alle und man wusste nicht mehr. Oh, yeah. Ist gerade ausgeschwommen. Ich bin gerade ausgeschwommen. Sehr gut. Danke dir. Oh, du hast die Mission abgeschlossen. Super, André. Ja. Was für ein Erfolg hier. Ja. Wuff. Irritierend. Auf jeden Fall kam ein älterer Herr mit seinem Kumpel, sehr angetüdert, auf dem Weg nach Hause. Und Dylan hat ihn angesprochen, hat ihm erzählt, er kann die nächste Woche herausfinden, wenn er eine Karte zieht. Er war so ein bisschen irritiert. Was nicht weiter verwunderlich ist, wenn man mitten in der Nacht von einer Handpuppe angesprochen wird. Er hat aber mitgemacht und hat das Walross gezogen und das Walross rief bei dem Dugong die Assoziation hervor, dass dem Mann ein Bart und lange Zähne wachsen würden, woraufhin der in mittelmäßig schallendes Gelächter ausbrach und sagte mit Sicherheit nicht, er sei Zahnarzt. Und der Dugong revidierte die Aussage ins Negative und sagte, ja, nächste Woche würde er Zähne kürzen. Und damit stimmte das dann wieder ein bisschen. Hatte der Typ nicht auch so einen Schnauzer? Oder ist das falsch? Der hatte einen Schnauzbart, ja. Der Bart sollte wachsen und die Zähne auch. Er hatte so ein bisschen so einen Walrussbart. Der hatte seinen Spirit Animal gezogen. Mhm. Auf jeden. Ja, da kam immer mal wieder. Das Schönste, was mehrfach passiert ist, ich war in zwei Bibliotheken, einmal beim Helmholtz-Institut und einmal in Salzburg an der Salzburger Bibliothek und habe da gearbeitet, also mit plötzlich Wissen auch. Und beide Male haben Bibliothekare den Schriftbarsch gezogen. Und das ist ja wirklich, also Dugong Orakel funktioniert komplett ohne dass man vorher weiß, was passiert. Und deswegen ist es besonders witzig, wenn man aus einer dieser Quartettkarten dann auch noch das Tier zieht, was so richtig perfekt zum Beruf passt. Also Lesen und Schreiben, Schriftbarsch. Mal ja, ganz kurz, André, was musst du jetzt machen? Du musst irgendwie Fotos machen, aber von was? Von fotografisch hochwertige Bilder von Höhlen. Also irgendwie, ich bin hier jetzt irgendwie in so eine Höhle reingetaucht und ich soll schöne Fotos machen für, bin mir nicht ganz sicher, so ein bisschen gibt mir diese Anzeige hier hoffentlich einen Hinweis darauf, was sie denn haben wollen. Und wenn die grün wird, dann habe ich ein richtiges Foto gefunden. Ah, ja, jetzt. Seeigel. Diese Fotos sehen toll aus, schwimme bitte zur nächsten Höhle. Du kannst also muss Fotos eigentlich gar nicht die Höhle, sondern ein Seeigel. Oder was ist? Ist es doch ein Seeigel Koralle, gewesen, oder? Ja, das war eine Koralle, glaube ich. Nein, eine Koralle, ja. Okay. Na gut. Jetzt muss ich zur nächsten Höhle schwimmen. Höhle. Hölle. Ja. Ja, auf jeden Fall die Touren. Wir haben ja mittlerweile schon einige hinter uns. Also Heilbronn, Mainz, Karlsruhe. Oh, Mainz war so toll. Ja. In Mainz wird mir in ewiger, wunderbar positiver Erinnerung bleiben, weil das so schönes Wetter war und so nette Leute. Da haben wir ja stundenlang in Mainz pflanzen die ja Wein an. Normalerweise trinken wir viel Bier, aber da waren wir in einem Biergarten und da gab es Wein.
Und da waren so unglaublich nette Menschen an langen Bierbänken, mit denen wir uns, glaube ich, also gefühlt 90% des Abends unterhalten haben. Aber wir hatten ganz am Anfang des Abends... Stimmt, da war auch ein Pilot. Was? Ne? Ja. Und wir hatten doch ganz am Anfang diesen Typen kennengelernt, der sich einen Künstlernamen geben wollte, der erzählt hat, dass er nachts dann noch an seinen Geburtstag reinfeiert. Und wir sind immer unterwegs gewesen und haben die Leute vor Ort gefragt, wo man denn am besten als nächstes hingehen kann, wo die Leute gesprächig sind, wo eine nette Kneipe ist und so. Und dann endete das, glaube ich, das war in Mainz, glaube ich, ne? Ja. Wo wir dann noch versucht haben, mitten in der Nacht erstens das Mainzelmännchen in der Fußgängerampel zu finden, sind wir dramatisch dagegen, also dran vorbeigelaufen, haben es nicht gefunden, obwohl wir an dieser Ampel vorbeigekommen sind, wie Julia später nachrecherchierte, die dann für den Science Slam Wochen später dann nochmal war und meinte, an der Ampel sind wir doch vorbeigegangen. und ja. Dann endeten wir tatsächlich in einer Kneipe auf der Geburtstagsparty von dem Typen, den wir ganz am Anfang kennengelernt hatten, wo dann noch mehr andere Leute waren, und haben dann in einer extrem verrauchten Kneipe angefangen, Experimente zu machen und uns durch die Massen zu kämpfen, um das nötige Glasrepertoire zusammenzubekommen und so. Ja, genau. Das war sehr witzig. Flavor Flex war der Künstlername, den er gerne annehmen wollen würde. Glaube ich. Ja, ob er das je gemacht hat, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Flavorflex, falls du hier zuhörst oder das hier nachguckst, ganz liebe Grüße, es war ein wundervoller Abend. Du kannst sehr gut küssen. Ja. Kann ein bisschen irritierend sein. Der Dugong hat ein großes Hobby. Normalerweise knutscht er mit jedem. Ja. Oh. Jetzt aber Gott sei Dank nicht. Hier ist eine Krabbe. Wow. Und das dazu habe ich diese... Warum? Eine Urne? Eine Urne. Eine Urne. Ich muss wieder Schätze suchen. Ah, toll. Ja, sehr toll. Ja, stimmt, das hatten wir schon, dass das so historisch realistisch wahrscheinlich nicht so ist. Wie war das in Thailand, André? Hast du da auch irgendwelche griechischen Rüstungen aus dem Wasser gezogen? Oder? Ich war noch nie in Thailand. Nein, ich war bei dem Spiel. Ja, ach so. Ja, das sind immer dieselben. Das sind immer dieselben. Die liegen überall. Ja. Ach Mann. Und es gibt auch keine Erweiterung mehr zu kaufen und so, ne? Das sieht doch fast aus wie Ägypten da auf einmal. Ja. Und hier ist eine Qualle oder so. Oh ja. Ja, es schaut aus wie. Du darfst sie nicht erschießen. Ja, darf ich nicht. Will ich auch nicht. Quallen sehen auch nicht immer aus so wie die Qualle. Das hat Julia uns damals im Ozeaneum erklärt und Fotos gemacht. Richtig geile Fotos von den Quallen, die da in der Quallenbox rumstrudelten. In verschiedenen Entwicklungsstufen. Mhm, Polypen genau, ist das Stichwort. Ja, genau. Weil Quallen haben ja verschiedene Lebensstadien oder also Lebenszyklus. Genau, die können halt eben Polyp sein. Das ist eigentlich, ich glaube, genau das, was man sich unter Polypen vorstellt. Also so ein Ding mit so Tentakeln raus. Genau, so sitzen die am Boden. Also die schwimmen da nicht rum, sondern sitzen am Boden. Und dann vermehren die sich. Und zwar so, indem aus diesen Polypen lauter kleine Mini-Quallen quasi rauswachsen, die sich dann so abschnüren. Und die schwimmen, also die schwimmen dann ins Wasser. Und daraus werden dann das, was wir als Qualle kennen, ne? Also das erwachsene Tier, und das ist das sexuelle Lebensstadium von denen. Also das, was wir jetzt gerade hier auch gesehen haben. Weil nämlich nur diese schwimmenden Quallen können eben Eier und Spermien ausbilden. Das heißt, die werden dann ins Wasser gelassen und befruchtet. Und aus diesen befruchteten Eizellen entwickelt sich dann eine Planula-Larve. Und die schwimmt dann wieder auf den Boden, setzt sich hin und wird dann wieder zu so einem Polypen. Genau. Okay, und die Polypen, also die machen dann quasi Zellteilung, oder wie muss ich mir das vorstellen? Und schnüren dann die Quallen ab, oder wie läuft das? Ja, genau, also das ist, also genau, also Zellteilung, also das sind natürlich dann mehrere Zellen, aus denen die Qualle besteht. Ja, okay, ja. Genau, aber ja, so in der Art, also du kannst dir das wirklich so ein bisschen vorstellen, diese Mini-Quallen, die sind alle... hängen alle so schon ein bisschen aneinander. Die entwickeln sich alle so aufeinander. Mhm. Und dann schürt sich die erste ab und dann die nächste.
Und genau, und das ist dann eben eine asexuelle Fortpflanzung, was der Polyp macht. Das heißt, die sind dann alle auch Klone in sich, diese schwimmenden Quallen, die von einem Polypen kommen. Okay. Genau. Und dann die sexuelle Fortpflanzung ist dann eben erst mit diesen schwimmenden Quallen. Findet die statt. Wobei, da habe ich mal wieder eine Frage, weil wir hatten ja diese Woche, Jules und ich, eine Diskussion zur portugiesischen Galeere, weil ich darüber was machen wollte und das mir durchgelesen habe. Und es gibt da sind ja verschiedene Arten von Aufgaben, die in der Galeere zusammenkommen. Aber die sexuelle Vermehrung von den Quallen, geben die tatsächlich total random shitmäßig Spermien und Eier im Meer ab und dann muss die Hoffnung bestehen, dass die sich irgendwann treffen bei den Quallen? Weil da schwimmen ja jetzt nicht. Oder treffen die sich erst und machen das dann? Das ist eine total gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Aber ich würde ich würde davon ausgehen, dass die sich irgendwann treffen und nicht einfach random ihre Eier und Spermien abgeben, weil ich glaube, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass es dann zufällig aufeinander trifft. Also in der Regel ist es ja eigentlich so bei, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber im Englischen sagt man so Spawning-Lebewesen, also Spawning bedeutet, dass die eben ihre Eier und Spermien einfach ins Wasser abgeben. Bei solchen Fischarten oder eben Quallen oder so, wenn die sich so fortpflanzen, dann ist in der Regel eigentlich immer so gelöst, dass die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo treffen und dann machen das alle gleichzeitig. Dementsprechend, damit das eben auch, damit die sich treffen, weil wenn du das einfach irgendwo raushaust im Meer, würde ich sagen, keine Chance. Ja, ja. Deswegen würde ich davon ausgehen, dass die das auch so machen, aber ich weiß. Wieder eine Recherchefrage. Ich gucke hier gerade mal in ein Buch, aber da sind keine Quallen drin. Oh, ein Buch ohne Quallen ist ein schlechtes Buch. Zu Quallen hätten wir eigentlich auch noch ein schönes Experiment, aber das habe ich nicht fertig. Ah, du meinst das mit dem Unterwasserbrechungsindex? Genau, ja, weil Quallen ist ja auch irgendwie spannend. Das war hier nicht schön dargestellt im Spiel. So, Quallen sind ja eigentlich wirklich sehr, sehr durchsichtig. Ja, nicht alle, aber... Ja, ich habe also ein schönes Quallenbild. Ich habe ein schönes Heckebuch. Oh ja, das ist ein wundervolles Quallenbild. Warte mal, ich mach mal gerade. Die sind auf jeden Fall nicht durchsichtig. Warte mal, lass mal Jules. Da hat er auch Ernst Heckel, der hat auch manchmal ein bisschen das auch spielen lassen. Ja, da hat einen. Soll ich nicht groß zeigen? Na gut. Achso, ist nicht. Naja, Heckel. Also mal. Warte, ja, dann gib mir einen Moment Zeit. So. Und einmal groß. Boah, die sehen krass aus, ja. Ja, aber wie gesagt, sie sind nicht... Die Farben entsprechen, glaube ich, nicht der Realität. Okay. Also auf Wikipedia gibt es ganz schön den Lebenszyklus der Qualle. Tropulation. Dann kann man sich das Abschnürungsding sehr gut angucken. Und das mit der portugiesischen Galeere, das fand ich sehr, sehr spannend. Da hatten wir drüber gesprochen. Also falls jemand nicht weiß, was die portugiesische Galeere ist, ich so kurz und gebe euch das auch mal. Ach, da muss man schön portugiesisch auch richtig schreiben können. Das immer so ein bisschen seine Vorteile. Ja, schreiben ist echt... großer Glücksfall hier. Aber genau, die portugiesische Galeere, jetzt, ich habe sie, ich konnte es schreiben, die besteht aus verschiedenen Arten. Also es ist nicht wirklich eine Galeere, willst du sagen? Nein, es ist nicht wirklich eine Galeere, aber die heißt portugiesische Galeere, weil die mit so einem Art Segel durch die Weltmeere schwimmt. Und das ist eigentlich eine Polypenkolonie. Also das, was Julia auch schon als dieses eine Stadium der Quallen erklärt hat, davon gibt es Spezialisten, die zusammen die portugiesische Galeere bilden. Ah. Also diese Spezialisten haben verschiedene Aufgaben und treiben einfach zusammen durchs Meer. Also es gibt die Segelspezialisten, die Fressspezialisten
und die Fangspezialisten sozusagen in dieser Form des Lebens. Und da hatten wir ein Paper durch, also ich hatte ein Paper gelesen und ich fand das echt auch sehr kompliziert und habe deswegen da einmal mit Jules drüber gesprochen, weil ich das genau verstehen wollte, bevor ich es aufschreibe. Und diese Fangfädenpolypen, die fressen halt nicht selber, sondern geben ihren Fang an die Fressspezialisten zur Verwertung weiter sozusagen. Aber diese Fangfädenpolypen, das sind die gefährlichen, die, wenn man am Strand noch Reste von portugiesischen Galeeren findet, dann sind die immer, dann brennen die immer noch verdammt. Also das ist ein sehr unangenehmes Zusammenstoßen mit portugiesischen Galeeren, das man haben kann. Ich habe mal eine an die Hand gekriegt. Ja, aber das hat tatsächlich gar nicht wehgetan. Aber es hat, aber meine Hand hat mehrere Stunden lang quasi die Muskeln haben unkontrolliert gezuckt. Was? Okay, also irgendein, also nicht nur Schmerz, sondern es ist irgendein Nervengift? Ja, genau. Also es hat, also wehgetan hat es gar nicht. Es hat gar nicht gebrannt irgendwie. Aber ja, aber es hat halt irgendwie so echt so alle Muskeln. Das konntest du auch richtig sehen. Die sind so alle irgendwie so unkontrolliert so ein bisschen hin und her gesprungen. Über einen längeren Zeitraum. Ja, also ich habe mal gelesen, dass portugiesische Galeeren also halt gefährlich sind, wenn du zum Beispiel voll eine irgendwie auf die Brust abkriegst, weil die eben so... wenn sie Muskelkontraktionen in der Brust auslösen, dann ist das natürlich sehr nah am Herzen, was richtig doof ist. Ganz genau. Ja. Ganz genau das. Ja, dass das dann ein Problem sein könnte. Wir haben eine Frage. Sprechen sich die Fische an, also sprechen sie sich ab, wer wohin leicht und samt, also Pärchenformationen oder wild durcheinander? Gut, das ist auch eine gute Frage. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen unterschiedlich auf die Art ankommt. Also ich habe jetzt gerade jetzt bei der Frage irgendwie so im Kopf zum Beispiel Papageienkopf-Fische. Der Papagei, nein, Entschuldigung. Das sind Papagei, wie heißen sie auf Deutsch? Papageientaucher? Nein. Nein, Papageienfische, aber die haben so einen Buckel hier am Kopf. Und sie heißen Barmpad Parrotfish auf Englisch. Aber ich weiß nicht. Das sind doch diese Korallenknabberfische, oder? Papageienfische, ja, genau, ja. Büffelkopf, die haben doch so ein Ding. Egal, aber auf jeden Fall, die treffen sich alle und da wird tatsächlich auch so abgeleicht, dass die Männchen erstmal sich so ein Weibchen irgendwie raussuchen, warum auch immer, dass sie irgendwie sexy finden und an dem dranbleiben und quasi warten, wann die Eier raushaut und dann leichen alle, hauen die alle ihre Spermien ganz schnell darüber. Also Spermienlotterie, könnte man sagen. Ja, schon, aber es ist nicht so, jeder haut einfach mal raus, also eher die Weibchen hauen raus, aber die Männchen gehen dann schon gezielt und leichen auf die Eier. Okay. Aber es gibt sehr viele unterschiedliche Arten, also es ist ja auch bei der Haipaarung, da treffen die sich ja zum Beispiel auch. Und die sind ja auch... Ja, auch, also Haie haben ja auch ein Penis und das ist ja innere Befruchtung. Ja. Ja. Aber Haie, das habe ich dieses Jahr gelernt, als ich für ein Radio-Feature über Haie, über die Haie, die in der Nordsee rumschwimmen, recherchiert habe. Da habe ich gelernt, dass die drei verschiedene Arten von Geburt haben. Also Ovopar, Vivipar und Ovovivipar. Das heißt, die Eier der Haie, die entwickeln sich entweder im Körper oder außerhalb des Körpers. Und dann gibt es noch die dritte Variante, da entwickelt sich, dass der Hai mit einer Eihülle und dem Dotter, also wenn man Ei hat, dann ist ja auch die Versorgung innerhalb dieses Eies. Und das heißt, die Mutter hat eine Eihülle mit Dottersack im Körper drin und bei der Geburt platzt aber diese Eihülle auf und dann sieht es so aus, als wäre das ein ganz normal lebend gebärender Hai. Aber eigentlich ist der Hai im Dottersack aufgewachsen, im Bauch der Mutter. Das fand ich sehr spannend. Und wenn sie keine Eihülle haben, dann essen sie sich auch mal gegenseitig. Echt? Ja. Kannibalismus unter den Kleinen? Im Mutterleib. Ja, im Mutterleib, ja. Das sind ja Horror-Stories. Ah. Heimat-Mutterleib.
Oh. Ja. So, ich muss ja irgendwelche besonderen Fischis jagen, mal wieder. Da ist einer. Heißer ja, Fisch? Ein Red Snapper. Ja, du sollst ein Red Snapper, das war angeblich ein Red Snapper, und dann musst du ja noch einen anderen Fisch, das ist ich traumhaft. Ich hab ihn. Falscher Fisch. Nee, richtiger Fisch. Fange Fische von der Liste. Yeah. Oh, Haie. Haie. Oh, da kommen Haie. Jetzt kommen Haie. Das finde ich gut. Dann waren wir ja schon intuitiv beim richtigen Thema gerade. Jules, die Haie, die du in Südafrika markiert hast, was waren das für Haie? Das sind jetzt Haie, die sind jetzt ein bisschen negativ berühmt mittlerweile. und zwar waren das hauptsächlich Katzenhaie, die wir da gefangen und untersucht haben. Und zwar waren das Pyjama-Haie und Scheuhaie. Und zwar ist das so, die heißen Scheuhaie, das ist ziemlich niedlich, weil die, wenn sie Angst haben, also wenn irgendwie ein Fressfeind da ist, dann kringeln die sich zusammen und verstecken quasi ihr Gesicht unter ihrem eigenen Schwanz und machen so wie so einen kleinen Donut, so eine Rolle, weil dann sind die schwerer zu schlucken oder schwerer zu fressen für die Fressfeinde. Und das ist aber natürlich total niedlich. Also wenn du die fängst, dann kriegen die sich immer zusammen. So ein bisschen wie, ich mach die Augen zu, dann kannst du mich nicht sehen. Das ist ein ziemlich niedlicher Aspekt. Und die Pyjama-Haie machen das auch. Und die sind ein bisschen, ja genau, also negativ berühmt, weil habt ihr auf Netflix den Film gesehen, My Octopus Teacher? Ich weiß den deutschen Titel nicht. Nee. Der Lehrer, mein Krake oder so ähnlich hieß der. Warte, ich guck mal kurz nach. Ich habe den nämlich auch gesehen. Der war super. Ja, das ist ganz, ganz... Mein Lehrer, der Krake heißt der. Ah, okay. Ja, das ist ein ganz toller Film. Also es ist so ein kleiner Dokumentarfilm über die Freundschaft von einem Mann und einem Oktopus. Und der spielt eben auch in Südafrika, auch in der Nähe von Kapstadt, also da, wo ich auch war. Und genau, da sieht man eben auch richtig schön dort die Unterwasserwelt und die Cape-Wälder. Und da ist eben die bösen Haie, die immer den Oktopus jagen. Das sind die Pyjama-Haie, die sieht man da sehr, sehr oft. Aber sie sind eigentlich ganz lieb. Sie wollen nur spielen. Ja. Mhm. Vor allem mit einzelnen Tentakeln von einem Oktopus in dem Film. Aber es sind genau. Schon Raubfische, ne? Also, oder... Ja, ja, na klar. Aber und wie groß sind die? Also wenn sie so niedlich sind, das ist ja bestimmt nicht ein 3-Meter-Oschi, der sich versteckt, sondern eher klein. Nein, also... Ja, so ein weißer Hai. Ja, genau, diese Scheuhaie, die sind so... Boah, ich glaube 60 Zentimeter, wenn sie groß sind, 60, 70 Zentimeter oder so, wenn sie ausgewachsen sind. Und die Pyjama-Haie sind so ein Meter, Meter 20, Mann. Also 1,20 Meter ist dann schon ein großes Tier. Also kannst du schon so nehmen. So ja, und das waren in der Regel die Haie, mit denen wir eben zu tun hatten. Die sind halt alle endemisch dort in dem Gebiet. Also das heißt, die gibt es wirklich nur an diesen Orten, sonst nirgends auf der Welt. Das bedeutet endemisch. Und wir hatten aber auch, also wir waren halt dann eben auch ein bisschen tauchen. Man kann ja in Südafrika auch eben dieses Käfigtauchen machen mit weißen Haien. Wir haben aber leider keine weißen Haie gesehen, weil die gerade nicht da sind. Also ich weiß nicht, ob sie mittlerweile zurückgekommen sind. Muss ich mal recherchieren. Aber ja, genau, schon seit einiger Zeit sind unten in Südafrika sieht man eigentlich keine weißen Haie mehr. Die sind weg und man weiß nicht genau warum, aber die Vermutung ist, dass Orcas da unterwegs waren. Und zwar war es so, dass schon mal vor ein paar Jahren zwei Orcas dort in dem Gebiet unterwegs waren. Und ich glaube, sie hießen Starboard und was ist nochmal? Also Steuerbock und Backbord auf Englisch. Starboard und? Was jemand anders wisst? Das nicht. Ich okay. Such's dir raus. Ich glaube Port und Starboard oder so. Ja, so Port. Hieß die auf jeden Fall. Ja. Port, ja. Und auf jeden Fall, Orcas essen total gern Haileber. Die sind da... Nur die Leber? Das ist eine Delikatesse. Das heißt, die töten Haie. Die ertränken die wohl auch. Also die packen die und drehen die um.
Und damit ertränken die Haie, weil die quasi auf dem Rücken liegen und sich nicht bewegen müssen, bewegen können. Also gerade bei weißen Haien, also bei pelagischen Haien, die im offenen Meer schwimmen, ist es so, die müssen konstant schwimmen, damit Wasser durch die Kiemen läuft, damit die atmen können. Und die Orcas packen die eben, drehen die um und halten die fest und damit ersticken die Haie. Und dann, wenn die tot sind, dann holen die sich nur die Leber raus. Also Haie haben eine ganz, ganz große Leber, also wirklich so ein Drittel oder so des Körpers ungefähr ist Leber. Die haben nämlich keine Schwimmblase, sondern das Fett in der Leber, damit machen die quasi, regeln die ihren Auftrieb. Ja, und die ist anscheinend ziemlich lecker. Und genau, das haben sich eben die Orcas da gegönnt und haben der Haie gejagt. Und das ist eben so, dass weiße Haie haben so Angst vor Orcas, dass wenn die im Wasser sind, dann verpissen sich alle weißen Haie und kommen erstmal nicht wieder. Und das kann eben wirklich so 1 bis 2 Jahre dauern, bis die dann wieder auftauchen. Und als ich da war, waren die eben auch schon seit längerem weg. Also die haben mal ab und zu mal irgendwo einen kleinen gesehen, aber genau, eigentlich war nichts mehr unterwegs. Also ich weiß nicht, wie es jetzt ausschaut, ob die mittlerweile zurückgekommen sind. Aber genau, und deswegen haben wir keine weißen Haie gesehen. Aber wir haben große Bronzehaie gesehen und mit Makohaien waren wir tauchen. Das war auch ziemlich abgefahren. Quasi Makohaie sind schon so ein bisschen aus wie weiße Haie, bloß in kleiner. Okay. Und also wie sieht das, also ich muss ja jetzt ganz naiv mal fragen, weil ich war noch nie tauchen, also ich habe, weiß ich nicht, auch noch nicht wirklich geschnorchelt, wo man irgendwie so, irgendwie fühlt man sich da unwohl? Oder weißt du einfach genug darüber, dass du weißt, so hier kann mir jetzt nichts passieren, weil ich weiß, wenn das passiert, mache ich das, oder wie läuft das? Also beim Tauchen fühle ich mich in der Regel wohl. Ich finde es immer manchmal beim Schnorcheln ein bisschen unwohler irgendwie. Ich glaube, weil man halt, also beim Tauchen bist du halt irgendwie so in dieser Welt drin und beim Schnorcheln bist du irgendwie so ein bisschen so an der Oberfläche zappelndes Futter. Nein, also wir hatten, wenn wir zum Beispiel Haie gesammelt haben beim Schnorcheln, hatten wir, glaube ich, alle immer so ein bisschen, weil wir da draußen rumgeplanscht sind, irgendwie in dem Cape und meistens die Sicht auch nicht so dolle gewesen. Und dann schaut man irgendwie so ins trübe Blauwasser. Ich glaube, da hatte jeder mal so ein bisschen dieses so, hier gibt's ja auch weiße Haie. Dass es jedem mal so ein bisschen sich unangenehm angefühlt hat. Okay. Also Blauwasser ist dann das, was ich hier jetzt quasi im Spiel gerade habe. So. Also das, wo die Sichtweite aufhört. Ja, genau. Da, wo du halt einfach nichts mehr sehen kannst. Das ist halt immer unheimlich, wenn du nichts siehst. Ne? Ich meine, es ist halt, du siehst halt im Wasser einfach nicht so weit wie an Land. Und es ist halt so ein bisschen wie so Nebel oder so, ne? Du weißt halt nicht, was da kommt und das ist immer irgendwie ein bisschen unheimlich. Ja, und als wir diesen Marco-Tauchgang gemacht haben, das war halt ein total krasser Tauchgang, das hatte ich so auch noch nie gemacht. Wir sind da halt fast 60 Kilometer raus aufs Meer gefahren, also wirklich 3 Stunden im Boot, mitten aufs offene Meer und sind da quasi in so eine Strömung reingeschmissen worden mit eben auch ein Köder, also eben auch wieder so ein bisschen Fischmatsche, um Haie anzulocken. Und und dann bist du da mitten auf dem offenen Meer irgendwie. Das war auf jeden Fall auch so ein bisschen unheimlich in der Hinsicht, dass auch gesagt wurde, ne, du musst unbedingt immer bei dieser Köderbox mit der Boje bleiben, weil wenn du die nicht mehr siehst, dann finden wir dich auch nicht mehr. So, dann war es das halt auch. Das ist auf jeden Fall so, auf dem Meer verloren gehen ist definitiv, das will man nicht. Ja, und dann hört sich das erst so ein bisschen, dann kriegst du natürlich Sicherheitsanweisungen, also auch mit den Haien musst du aufpassen, also da kommen in der Regel Marco und Blauhaie und die Blauhaie sind halt ziemlich neugierig und dann wird dir halt auch gesagt, okay, die kommen und die werden auf dich zuschwimmen. Ja. Und es ist halt so, Haie haben halt keine Hände und sind aber neugierig und wenn die wissen wollen, was ist, dann beißen die halt rein, weil das ist quasi ein bisschen wie Babys, die Sachen im Mund nehmen. Das ist halt so, wie die halt Sachen erkunden. Und das heißt, wenn diese Blauhaien dann kommen, dann muss man die immer wegschubsen. Einfach so. Dann schwimmen die auch weiter, dann kommen die vielleicht wieder und musst sie wegschubsen. Weil sonst, wenn du das nicht machst, dann kann es sein, dass die kommen und dass die dich beißen. Weil die halt einfach mal, um zu gucken. Beißen ist ihr Fühlfinger, oder wie? Das ist ein bisschen... Ja. Genau das. Na, die beißen sich ja auch zur Paarung. Die haben ja viel dickere Haut. Oh ja, oh Gott, das könnten wir eigentlich auch mal. Oh, ich habe echt, also High-Sex-Videos, das ist echt
ein bisschen hart. Pornos. Ja, sollen wir in die High-Pornografie einsteigen? Boah, also da sind schon, das ist schon ein bisschen verstörend manchmal. Sich das anguckt, ey. Ja, und auf jeden Fall, ja, hatten wir da so diese Sicherheitsanweisung und das fand ich dann schon auch ein bisschen gruselig und vor allem, weil ich habe den Fehler gemacht, ich habe dann den Divemaster gefragt, ob das denn schon mal passiert sei, dass jemand gebissen wurde und er meinte, ja, ja, ich vor ein paar Wochen und zeigt mir so eine Wunde am Bein und ich so, ja, das war jetzt nicht das, was ich hören wollte. Herzlichen Dank, du Arsch. Ja. Horsti hat noch gefragt. Menschen sind freundlich, ja. Aber darüber noch eine Frage. Haben Haie das Problem, dass sie keine Partner finden? Also ich weiß, dass Haie ein großes Problem haben. Es kommt ja auf die Art drauf an von den Haien, aber grundsätzlich haben Haie ein großes Problem mit der Überfischung, weil die erst so spät geschlechtsreif werden. Und wenn sie, bevor sie geschlechtsreif werden und sich vermehren können, gefangen werden, dann fehlt ein potenzieller Partner auf jeden Fall. Also es fehlen viele potenzielle Partner, die vor der Geschlechtsreife in irgendein Thunfischnetz zum Beispiel geraten. Ja, also es ist auch... ich glaube auch bei vielen Haiarten gar nicht so ganz klar, wie das unbedingt läuft mit dem ganzen Paarungsverhalten. Also zum Beispiel bei weißen Haien ist das nicht klar. Also man weiß nicht genau, wo und wie das stattfindet. Also es gibt da Vermutungen, es gibt da ein Gebiet im Pazifik, das nennt sich das Weiße Hai-Café. Und da schwimmen eben jedes Jahr die Haie hin. Das ist zwischen Hawaii und Kalifornien. Und da wird vermutet, dass die da hinschwimmen, um sich dort zu Paarung zu treffen. Man weiß das aber nicht genau, weil das wurde noch nie gesehen, wie sich weiße Haie paaren. Es wird aber vermutet und ich denke, es ist auch eine relativ solide Vermutung, weil eben zum Beispiel auch Weibchen dann eben irgendwie kurz darauf schwanger sind, wenn die wieder zurückkommen und bla bla bla. Oh, Barracuda. Genau, also deswegen, ich würde sagen, es ist eine solide Theorie, dass da wahrscheinlich sowas stattfindet. Genau, aber man weiß nicht, wie es läuft und es gibt eine Vermutung, also auch anhand von den Daten, die vom Sender bekommen haben, dass es wahrscheinlich so abläuft, dass die Männchen da quasi in einem Pott schwimmen und die Weibchen sich da quasi Männchen raussuchen, die sie gut finden, was halt eine ungewöhnte Art der Fortpflanzung ist, weil das so bei Haien noch nie oder ich glaube sogar bei Fischen noch nie beobachtet wurde. Aber das ist gerade so die Vermutung. Haitinder im Shark-Café. Haitinder im Shark-Café. Das ist ein guter Buchtitel. Krasse, extreme Überleitung. Ja, apropos guten Buchtitel, Julia hat ein Buch geschrieben, das um Gottes Willen, das fällt mir jetzt auch ein. Du solltest auf jeden Fall den Menschen davon erzählen, Julia. Das ist nicht fertig, aber man kann es schon vorbestellen. Das sind die besten Bücher. Ja. Das heißt, wenn Haie leuchten, genau, da erzähle ich dann eben so, da geht es zum Beispiel auch ums Weiße Haikaffee, ist auch ein Kapitel. Da könnt ihr zum Beispiel ein bisschen mehr darüber lesen und wie das auch überhaupt gefunden wurde. Ich erzähle, das ist ein Kapitelbuch, das heißt, da sind ganz verschiedene Meeresgeschichten drin und es sind halt alles so ein bisschen Stories mit Sachen, die man halt noch gar nicht so genau weiß und woran immer noch geforscht wird und spannende Themen, auch skurrile Themen, amüsante und witzige Themen. Und das kommt nächstes Jahr im April raus. Genau, also es ist schon fertig, aber muss auch ins Lektorat. Und ja, also wenn ihr Bock habt, das schon vorbestellen. Und ich glaube, und ich habe auch, es ist mit Bildern. Und Bücher mit Bildern sind immer die besseren Bücher. Auf jeden Fall. Ja, wie heißt es denn? Warte mal. Achso, du hast schon gesagt, wenn Haie leuchten, ne? Wenn Haie leuchten, ja. Die Vorschau ist auch geil. Also es ist natürlich bei Büchern, so dass die Verlage Vorschauen produzieren, damit die Buchhändler rechtzeitig informiert sind, was es als Neues, was so Neues auf dem Markt gibt. Und da gibt es so extra Kataloge und man kann dann sich den Katalog jetzt schon anschauen. Das Buch hat nicht nur Bilder, die Vorschau hat auch Bilder, auch ein Bild von Jules. Das ist sehr schön geworden. Und zwei Doppelseiten voller Werbung für Meerestiere. Ja. Das muss man erstmal schaffen. Das ist Felix Lobrecht vor mir hat nur eine Seite. Ja, da sind halt keine Meerestiere enthalten. Ja, genau.
Ja, und was halt auch ganz, was halt auch cool ist bei dem Buch, ist, dass, dass der Verlag halt auch pro verkauften Exemplar was spendet an eine Organisation, die ich mir aussuchen durfte. Und zwar ist das Moving Sushi. Das sind auch Leute in Südafrika, die ich dort kennengelernt habe. Die machen ziemlich coole Projekte. Ich kann da auch nachher mal einen Talk von Mike posten. Der ist nämlich, der hat nämlich abgefahren coolen Shit gemacht. Also der ist echt super engagiert im Meeresschutz und hat sich mit der, keine Ahnung, ich weiß nicht was, Tansania Dynamitfischen-Mafia angelegt. Also ist richtig. Das ist ein richtig geiler Vortrag, das ist wirklich so ein James-Bond-Thriller. So abgefahrenes Zeug. Und auf jeden Fall wollen die ein Projekt machen. Es geht eben darum, also auch in meinem Buch, dass es eben Haie gibt, die fluoreszieren, oder es gibt andere Dinge im Meer, die fluoreszieren. Und deswegen können eben auch Fische oder Haie Fluoreszenz sehen. Die haben extra Filter in ihren Augen. Und die Sache will eben Mike nutzen. Und die Idee ist, dass die... Oder ja, die Idee ist, dass man vielleicht eben zum Beispiel Fischernetze entwickelt, die fluoreszieren können. Was bedeutet, dass eben Haie die sehen können und sie so ausweichen können, um damit eben die, den Beifang von Haien zu reduzieren. Ah. Dass da die Idee, die ist, genau, da entwickeln die jetzt gerade ein Projekt mit der Uni. Und genau, und von den verkauften Büchern geht eben, oder von jedem verkauften Buch geht eben immer ein kleiner Betrag. Ich weiß nicht, wie viel, das hat mir der Verlag noch nicht verraten, aber er geht, genau, geht an Moving Sushi, an die Organisation. Das ist cool. Mhm, das ist richtig cool. So, ich habe jetzt irgendwie, fange so viele Fische wie möglich, aber das dauert halt so lange, bis einem hier die Luft ausgeht und ich bin jetzt schon bei irgendwie 60 ja. oder so. Ich würde auf jeden Fall auch gerne so lange die Luft anhalten können, wie... Ja, ich bin schon ein bisschen hochgelevelt. Ja, ich kriege das auch nicht hin. Also, mein Gott. Wie lange schafft man so beim Schnorcheln die Luft anzuhalten? Also ich weiß, ich hab irgendwie das goldene Schwimmabzeichen gemacht, damals noch auf dem Gymnasium oder auf der Realschule, glaube ich, war das sogar noch. Und dann dazu gehören ja auch ein bisschen Rettungsschwimmen und da muss man auch eine gewisse Zeit die Luft anhalten können. Das waren, glaube ich, irgendwie 2 Minuten und dann eine Strecke tauchen oder sowas. 2 Minuten? Das ist viel. Okay. Ne, das kann man schaffen mit ein bisschen Training. Ja, ich glaube 3 Minuten. Ich glaube, im guten Training konnte ich mal 3 Minuten. Wow. Also wichtig ist halt nur, dass du vorher quasi genug CO2 abatmest. Weil der Atemreiz kommt halt durch CO2-Konzentration und nicht von Mangel an Sauerstoff. Also, dass du... Ja, man soll beim... quasi einmal ordentlich... Man muss... Ja. Verzögerung ist geil. Man muss bei Gold 3 Ringe aus 2 Meter tiefem Wasser in 3 Minuten ertauchen. So, habe ich gerade mal kurz geguckt. Achso, dann war es nicht Gold, dann war es der erste Dings Rettungsschwimmer, glaube ich. Aber ich habe auch einen Rettungsschwimmer gemacht, so das Bronze-Ding oder so. Und ich glaube, ich habe auch im Kopf, dass man da irgendwie 2 Minuten tauchen musste. Aber vielleicht erinnern wir uns beide falsch. Aber ich habe das auch so im Kopf. Irgendwie. Oder vielleicht haben sich die Regularien geändert. Also ich möchte nicht für dich sprechen, Julia, aber ich bin schon ziemlich alt. Und das ist locker 20 Jahre her, eher länger, dass ich das gemacht habe. Ich glaube, bei mir ist das auch noch mehr als 20 Jahre her. Ich war sehr jung, ich habe das mit 12 gemacht. No. Ich glaube, mit 14 oder 16. So. Also, ja. Kann da sein, dass sich mittlerweile geändert hat. Na. Also, man muss beim Rettungsschwimmerabzeichen Gold. Also, es gibt ja normale Schwimmerabzeichen und es gibt Rettungsschwimmerabzeichen. Ja. Und da muss man 3-mal tieftauchen in Kleidung innerhalb von 3 Minuten. Das erste Mal mit Kopfsprung und dann muss man irgendwelche Ringe hochholen wieder. Ist auch egal. Also, ja. Kleidungsschwimmen, das war auch ganz schön anstrengend. Daran erinnere ich mich auch. Und man muss sich dann auch ausziehen. Das ist alles gar nicht so einfach. Ja. Man kann auch das deutsche Schnorcheltauchabzeichen machen. Das DSTA. Okay. Ja. Also ich habe jetzt gerade mal versucht, hier, was der Weltrekord im Luftanhalten unter Wasser ist, rauszufinden, aber irgendwie ist es... Apnoe. Hast du Apnoe gesucht? Ja, aber
hier, ich finde was von 11 Minuten 35 Sekunden. Und dann irgendjemand hätte den letzten Tauchgang mit 24 Minuten 14 Sekunden gemacht, aber hat irgendwie davor rein Sauerstoff geatmet. Okay. Das zählt ja nicht, würde ich sagen. Ja, das zählt nicht, würde ich auch sagen. Ja. 6 Minuten 31 steht hier in der Süddeutschen. Und bei den Männern 11 Minuten 35, aber ja, keine Ahnung. Also meins ist von 2020, deswegen weißt du, das kann ja jedes Jahr schwuppdiwupp, hast du einen neuen Rekord. Mhm. Ja. So, ich würde jetzt, bevor ich hier mir einen Wolfspeer fische, hätte ich jetzt gesagt, wir haben eben auch immer Experimente erwähnt. Wollen wir mal quasi ein kleines Experiment reinwerfen, so in Richtung Abschluss? Ein Abschlussexperiment, ja. Ja, genau. Ich Finale. Ich schalte mal wieder rüber in das, das Spiel, lassen wir da offen. Ja, was wollen wir machen? Ich habe zwei Sachen hätte ich hier. Inga, Julia. Ja, worauf hast du denn Bock? Oder wir können Horsti auch fragen. Eine Publikumsfrage zwischen zweien. Ja, ich kann eine Umfrage starten. Wir haben ja einige Zuschauer im Chat. Ich habe einmal quasi den Cloud Tank im Wasserglas oder Wasser sauer blubbern. Ich mach mal eine Umfrage. Ja, sauer blubbern, mach mal eine Umfrage. Bei dem einen muss André genau das Gegenteil machen von Luft anhalten. Also das kann er dann mehrere Minuten Luft ausstoßen. Ah, ich kann also keine Umfrage machen. Warum nicht? Das muss man dafür geiler sein? Ja, da muss man schon ein paar Mal mehr hier auf Twitch gestreamt haben. Dann kann ich eine Umfrage machen. Ja gut, dann gibt es halt keine Umfrage. Dann, Horsti, bist du noch da? Wir können den mal fragen, der so wunderbar aktiv dabei und kann dann ja zwischen Cloud Tank und Sauerkraut-Experiment entscheiden. Ja, genau. Oder, also Cloud Tank. Cloud Tank. Ja, Sauerblubbern kennt er schon. Also Cloud Tank hat gewonnen. Okay. Sauerblubbern habe ich, glaube ich, schon mal gemacht. Ne? So. Ja, dann. Wie spannend. Dann. Sollen wir noch kurz Julia, sehen, du kannst die Leute durchquatschen. Ich habe jetzt eigentlich, das müsste für alle ersichtlich sein, hier ein Weinglas. Ah, ich mache das mal auf groß. Ich mache das mal auf das Weinglas groß. Ist wichtig. Ja. Das ist schön. Ja? Ich habe das letztens richtig geil auch gemacht, das Experiment in Köln, und das hat so schön funktioniert, es sah wundervoll aus. Man braucht halt ein Gefäß dafür und André füllt da jetzt wahrscheinlich, in welcher Reihenfolge, man kann es verschiedenartig machen, aber macht es so wie auf unserer Website. Süßwasser, also ganz normales Leitungswasser. Mhm. Und jetzt habe ich hier Salzlösung. Und ich setze da einen Filter rein, wo ich ist jetzt so ein bisschen nicht so viel verrückeln, bevor du das machst. Und ich schütte jetzt quasi, ich setze einen Filter, einen Trichter auf den Boden und kippe langsam Salzwasser in das Glas. Die Technik hat Julia übrigens erfunden, nachdem sie sich mit dem Experiment beschäftigt hatte und wahnsinnige Hollywood-Mechanismen feststellt. Ja, also wenn, erzähl mal. Ich kann mal kurz erzählen, also es ist eigentlich diese Cloud Tanks, was wir jetzt gleich sehen, das wurde eigentlich eben bei Filmen auch in Hollywood benutzt, um Wolken darzustellen. Also ich glaube, es war auch bei Independence Day oder so wurde das auch benutzt, wenn das UFO da rauskommt. Und hier habe ich einfach mal gefärbte Milch in einem Wodka-Gläschen. Genau, und da gab es halt viele Anleitungen auf YouTube und die machen das alle aber mega kompliziert, weil die machen dann so eine Folie rein und schütten dann irgendwie erst das Salzwasser und schütten dann das Süßwasser und ziehen dann diese Folie weg, so ein bisschen wie dieses Tischdecken
vom Tisch ziehen und die Teller bleiben drauf. Und das ist irgendwie alles voll kompliziert. Und man, so wie André das gemacht hat, das war dann eben meine Idee, dass man das einfach mit so einem Strohhalm oder einem Trichter einfach unten reinschüttet und dann drückt es eben das leichte Süßwasser nach oben und das Salzwasser ist unten. Und was man dann eben hat, was man jetzt hier sehen kann mit dem Blau bei André, ist, du hast eben die Süßwasser- und die Salzwasserschicht und die sind eben verschieden dicht. Und dieses Blau, das ist Milch, André, ne? Oder gefärbte ja, Milch? Ja, genau. Milch. Das fällt da rein, ist eben schwerer als das Süßwasser, aber leichter als das Salzwasser und deswegen ploppt das quasi auf diese Schicht und bricht dort. Und dadurch entstehen diese Wolken. Und wofür wir uns das eben überlegt haben, ist, dass das eben ganz deutlich zeigt, dass eben Wasser verschieden dicht ist, je nachdem, was das für ein Salzgehalt hat. Und das ist eben wichtig, wenn man verstehen will, wie der Golfstrom funktioniert und wie Strömungen funktionieren, weil das passiert eben auch oft. Also der Golfstrom, dieser Zug des Golfstroms basiert eben auch darauf, dass das Wasser oben in der Arktik eben abkühlt und dichter wird und dadurch stürzt das wie ein Wasserfall dann eben runter, so, weil es eben so dicht wird und genau und zieht damit quasi die Wassermasse hinter sich her, so kann man sich das so ein bisschen vorstellen und dadurch kommt eben dieser Strom zustande und das kann man eben so ein bisschen schön mit diesem Experiment zeigen, diese unterschiedlichen Dichten von Wasser. Ja. Cloud Tank im Wasser. Ich frage gerade. Echt immer gut. Ja. Horsti fragt gerade, muss die Cloud ein Emulgat sein? Nee, es geht nur tatsächlich, es geht hierbei nur um die Dichte und bei Milch oder auch bei Dosenmilch hast du den Vorteil, dass das durch das Wasser durchsinkt, aber definitiv durch das Süßwasser durchsinkt, aber definitiv auf der Grenzschicht zum Salzwasser hängen bleibt. Also es geht nicht zwangsläufig darum, dass es ein Emulgat ist, es geht nur um die Dichte. Und irgendeine andere Flüssigkeit zu finden, also Milch ist tatsächlich das Einfachste, angefärbte Milch. Ich habe noch nichts anderes ausprobiert. Weil man es eben auch gut sehen kann. Ja. So. Ja, theoretisch kannst du ja auch eine dritte Form von Wasser färben, die dann eine Dichte zwischen deinem Salz und deinem Süßwasser hat, die würde da auch dann das gleiche machen wie die Milch, ja, oder? Genau. Ja, ich setze mal die Kamera zurück und versuche das mal ein bisschen mehr ins Licht zu halten, weil ich habe jetzt unvorsichtigerweise das sehr, ich glaube, so ist es nochmal ein bisschen schöner. Hast du ein weißes Blatt Papier, was du dahinter tun kannst oder so? Ja. Das ist ein Megatrick, hat mir letztens jemand gesagt, als ich das auf der Bühne gemacht habe. Ja. Ja. Das ist sehr schön gefärbte Milch, André. Ja, einfach die ganz normale Lebensmittelfarbe. Handelsüblich. Ja, ich habe das. Ja, das ist sehr, sehr gut. Ich habe Lebensmittelfarbe gehabt, die war nicht so einfach lösbar letztens. Also im Sommer funktionierte das sehr gut mit der Lebensmittelfarbe, mit der man sonst auch Kuchen macht. Also die zum Rausquetschen, die dachte ich, kaufe ich mir, dann kann ich da auch noch Kekse mitfärben. Ja. Aber die löst sich bei Zimmertemperatur nicht so gut in meiner Kondensmilch. Achso, hier, das hier ist der, ne? Die hier? Ja, genau. Ne? Die habe ich auch, ja. Das hier ist jetzt keine Kondensmilch, das ist ganz normale Haarmilch. Ah ja. Ja, und ich hatte dann Kondensmilch einfach genommen. Und, ja, ich habe sie jetzt gemischt und ich habe sie, bevor wir einen Stream gestartet haben, stehen lassen. Dann löst es sich gut, das stimmt. Wenn es kalt ist, löst es sich nicht so gut. Ja. Jo, das war The Experiment. Genau. Ja, damit haben wir alles gemacht, was wir machen wollten, oder? Ja, eigentlich schon. Ja. Ja. Sehr cool. Ich will noch mal, Inga, ich will noch ein Dugong-Orakel für meine nächste Woche. Das befürworte ich. Okay, dann musst du aber auch wieder die Karten ins Maul nehmen und hoffentlich nimmt Julia nicht die Aalmutter. Nee, die habe ich raussortiert. Warum? Sie könnte auch die Aalmutter. Ja, sie könnte die Aalmutter nehmen, aber das wollen wir nicht. Die hatten wir ja jetzt schon. Stell dir vor, was du erraten dann machen würdest, wenn es schon wieder, genau, nächste Woche musst du aufpassen, deine Mutter könnte in sich in einen Aal verwandeln. Okay, wir haben hier die Karten. Ich mache sie nochmal so und dann fahre ich, bis ich Stopp höre, über die Karten. Ja.
Da. Okay. Oh. Guck mal. Kann ich nicht sehen. Kann ich lesen. Okay. Ich zeige euch das mal. Ja, dein Bild hängt ein bisschen. Halt ihr mal ruhig länger in die Kamera. Ja. Das ist der Buckelwal, Dylan. Sie hat den Buckelwal. Oh, oh. Sehr schön. Julia, du musst aufpassen. Es könnten dir, wenn du dich zu langsam bewegst in der nächsten Woche, dann bleiben Dinge an dir kleben und dann wachsen sie größer, so wie die Seepocken. Also pass gut auf, dass du dich nicht mit irgendwas infizierst. Am besten in Salzwasser regelmäßig baden. Du musst nicht in das Mikro sprechen, sondern in hiervon. Haben das jetzt alle gesehen? Habt ihr das jetzt gesehen mit der Karte, mit dem Buckelwal? Oder hänge ich immer noch? Ja. Nee, alles gut, haben wir gesehen. Okay. Dann nimm noch die Karte weg. Ja. Also Zusammenfassung, abtauchen, Salzwasserbäder nehmen, nicht zu langsam sein, damit man nicht sich an irgendwas hängen bleibt, was dann an einem dran festwächst, oder? Ja, genau so. Achte gut auf dich. Ich merk's mir. Mal gucken, ob ich nächste Woche was an mir dran wachsen habe. Ich hoffe nicht. Nein, das im Auge. Du musst Salzwasserbäder nehmen. Salzwasserbäder soll sie nehmen. Okay. Warme Salzwasserbäder. Warme Salzwasser? Seit wann hängen denn Buckelwale in warmen Gewässern rum? Es geht ja um Julia und ihre Badewanne. Sie muss Stellvertreter baden für mich. Okay, du darfst quasi an seiner Stadt baden gehen, in deiner eigenen Badewanne. Das ist fantastisch. Und Live-Übertragung. Live-Übertragung. Nein. Mello. Nein. Ich wusste, er hatte irgendwas anderes vor. Hat nicht geklappt, Dylan. Mist. Tja. Ja. Cool, danke. Gerne. Danke, Dylan. Gerne. Kann ich jetzt knutschen? Ja, ja, ich glaube, das ist nicht ansteckend, wenn du das machst. Ja. Okay. Und jetzt tschüss. Okay. Ja. Tschüss. Liebe Menschen, das war unser erster Plötzlich-Wissen-Stream. Wir machen damit weiter und wir haben auch einen Discord-Server, da könnt ihr euch anmelden, steht auf der Twitch-Seite, würden wir uns freuen. Ansonsten geht mal vorbei auf plötzlichwissen.de mit OE und ohne was dazwischen. Und schreibt uns auch gerne jetzt nochmal im Chat, wie euch das gefallen hat und sehr gerne auch auf Discord und auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook. Den nächsten Termin werden wir ankündigen, wir wissen es noch nicht genau, wir haben das noch nicht geplant, wir waren erstmal froh, dass wir das erste Mal über die Bühne kriegen heute quasi. Ich hatte Spaß, auch wenn ich total einen Anfall gekriegt habe, die Muränen zu finden, aber ich habe sie gefunden. Geradeaus schwimmen, André, ja, immer geradeaus. Ja. Einfach schwimmen. Ich fand's auch total super. Ja. Es hat Spaß gemacht. Danke für die Fragen und die Gespräche im Chat. Macht damit weiter und auch im Nachhinein könnt ihr uns per E-Mail, auf Twitter, Facebook, wo ihr auch wollt, gerne Fragen stellen. Auf unseren Touren haben wir nämlich auch immer Fragen von Leuten, die wir getroffen haben, eingesammelt. Und wenn wir nicht direkt eine Antwort drauf wussten, haben wir uns hingesetzt, das recherchiert und dazu dann einen Artikel geschrieben, die auch auf plötzlichwissen.de stehen. Wie gesagt, alle unter freier Lizenz. Und wenn ihr da Sachen habt, dann vielleicht das ein oder andere können wir benutzen. Und als Anregung für einen gut recherchierten Artikel von uns. Also meldet ich euch. Ich werde auf jeden Fall das mit den Haien, bekifften Schildkröten angucken. Ob da was da dran ist. Und so ein bisschen. Und Hai-Porno würde ich dann schon gerne nochmal irgendwann zeigen, wenn wir da Videos von haben. Das Paarung im Meer ist ja interessantes Thema. Wir hatten ja auch schon die Aalmutter, die hat ja auch mit Paarungsproblematik oder herausfinden, was da jetzt was mit was zu tun hat. Mhm. Damit hatte sie auch zu tun. Sehr viel zu tun in dem Satz.
Ja. Okay, ja. Also ich fand es total cool und freue mich, dass ich so einen schönen ersten Advent in diesem Wahnsinnsjahr hatte. Und ich glaube, die Gesundheitstipps vom Dugom, die gehen auch an alle. Die gehen nicht nur an dich, Julia. Also macht euch die warme Salzwasserbadewanne an und chillt. Und wenn ihr dabei eine Live-Übertragung macht, dann achtet drauf, was ihr zeigt. Ich glaube, Twitch ist da ganz schön strikt. Ja, ich denke auch. Ich denke auch. Ja, wahrscheinlich. Aber High-Sex ist wahrscheinlich okay, weil da geht es ja anscheinend viel um Beißerei. Ja, ich glaube, solange keine Nippel im Spiel sind. Nein, keine Ahnung. Nee, haben Haie Nippel, Julia? Nein, weil sie sind keine Säugetiere. Hätte ich auch selber drauf kommen können, aber danke, ja. Ja, Horsti sagt auch, Nippel sind gefährlich auf Twitch. Da achten wir drauf. Wir bleiben nippelfrei. Oder ist auch die Frage, wann ist der nächste Stream? Das wissen wir noch nicht genau, aber wir werden es ankündigen rechtzeitig auf allen uns möglichen Kanälen, sodass ihr es auch mitbekommt. Am besten ist es vielleicht, wenn ihr auf Discord geht, weil wir da dann die Sachen, also da werdet ihr wahrscheinlich am einfachsten benachrichtigt, wenn ihr da Follower werdet, wenn ihr, oder? Wenn ihr da regelmäßig mal reinguckt, ist das ein guter Weg. Aber ansonsten werden wir es auch auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook raushauen. Und zur Ankündigung gibt es auf jeden Fall immer einen Artikel auf plötzlichwissen.de. Plötzlich Wissen ist einfach auch so ähnlich wie ein Blog. Das heißt, man kann den Feed abonnieren und kriegt dann auch eine Benachrichtigung, wenn es einen neuen Artikel gibt, von wegen der nächste Livestream kommt. Ist auch eine Möglichkeit. Ja. Also diverseste Mittel und Wege und Und wenn ich streame, dann werde ich das natürlich auch jedes Mal ankündigen, wann wir das nächste Mal mit Plötzlich Wissen loslegen. Genau, also so schnell wie möglich wir einen Termin, wo wir alle drei wieder zusammen Zeit haben, finden, machen wir das. Ja, genau. Jo. Genau. Das wird demnächst passieren. Wann, wissen wir leider noch nicht ganz genau, aber ihr werdet es erfahren. Ja. As soon as possible. Ja. Okay, dann würde ich sagen, von meiner Seite tschüss und die letzten Worte überlasse ich den Damen der Schöpfung. Ja, auch von mir. Von meiner Seite aus Hamburg auch tschüss. Ja, aus Bremen verabschiedet sich auch. Und vielen Dank, dass so viele Leute da waren und dass ihr so mitgemacht habt. War richtig cool. Also, genau, das ist echt, tippitoppi. Also es ist immer schön, wenn man nicht ins Nichts spricht, sondern sogar mit Leuten dann hin und her schreiben kann und weiß, dass die sich freuen und dabei sind. Das ist genau das, was wir auch mögen. Danke dafür. Ja. Ja. Alles klar. Ich sag mal so tschüss. Tschüss. Einen schönen Abend. Tschüss. Jo.